Liebe ZuschauerInnen, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zum Start von Version 21 mit dabei sind. Version 21, das bedeutet, dass wir an 4 Terminen verteilt über dieses Jahr Podiumsgespräche veranstalten, in denen wir uns mit der Zukunft politischer Teilhabe beschäftigen. Wir sprechen auch darüber, wie divers unsere Parteienlandschaft sein kann, welche Potenziale die deutsche Politik hat und wie zukunftsfähig die Parteiendemokratie des 70 Jahre alten Grundgesetzes überhaupt noch ist. Wir, das sind Z2X, auch eine Veranstaltungsreihe und eine Community junger VisionärInnen von Zeit Online und das Futurium in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes. Und anlässlich dieser Veranstaltung befinde ich mich heute hier auch in den Räumlichkeiten des Futuriums, dem sogenannten Haus der Zukünfte, was für ein schöner Name. Und das Herzstück ist die Idee hier, dass jede und jeder die Zukunft aktiv mitgestalten kann. Und wer da ein paar Inputs braucht, der wird sie hier in diesem Haus finden, um dann zu erfahren, wie man sich politisch besser beteiligen kann. Heute diskutieren wir unser erstes Thema von Version 21. Jung, divers, weiblich, wie repräsentativ kann der Bundestag sein? Ganz wichtig ist mir, direkt zu Anfang zu betonen, dass wir nicht nur über Probleme sprechen werden, sondern vor allem auch über Lösungsansätze. Und dabei wird uns mitunter die Ideenwerkstatt von Version 21 helfen. Da sind engagierte junge Menschen, schlaue engagierte junge Menschen, zusammengekommen zwischen 20 und 29 und haben sich heute Morgen digital getroffen, um konkrete Ideen zu entwickeln, wie der Bundestag diverser werden könnte. Zudem erwarten uns Inputs von SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Karamba Djabi und der Staatsministerin im Bundeskanzleramt Dorothee Bär, sowie auch von Dr. Pola Lehmann, und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Aber natürlich sollen auch Sie zu Hause vor den Bildschirmen sich beteiligen können. Und das können Sie bitte jetzt direkt tun. Wenn Sie interessiert sind, dann klicken Sie bitte auf den Link unten, fügen den Code ein und stimmen darüber ab, wie repräsentativ Sie den Bundestag finden. Ich bin Dilan Grobengießer und leite stellvertretend das Videoressort für Zeit Online und werde Sie heute Abend durch die Veranstaltung führen. Und mein Monolog ist auch bald zu Ende, ich verspreche es, denn das Wichtigste werden heute Abend unsere Gästinnen und Gäste erzählen. Und die möchte ich Ihnen gerne an dieser Stelle jetzt auch vorstellen. Ich hoffe, Sie sehen sie bereits auf dem Bildschirm. Wir haben sie heute digital zugeschaltet. Wir kennen das ja alle bereits, wegen Corona können wir uns leider nur so treffen. Soll aber der Sache keinen Abbruch tun und wir starten direkt mit Gertrude Löbe-Wolf. Sie studierte Rechtswissenschaft unter anderem in Harvard, leitete das Umweltamt Bielefeld, ist emeritierte Professorin für öffentliches Recht und war Richterin am Bundesverfassungsgericht. Einige ihrer vielen Schwerpunkte sind das deutsche und europäische Verfassungsrecht und die direkte Demokratie. Gertrude Löbe-Wolf untersucht außerdem, welche Voraussetzungen Gerichte brauchen, um nicht polarisierend, sondern über die Integrationskraft der Verfassung zu wirken. Herzlich willkommen, Frau Löbe-Wolf. Schön, dass Sie dabei sind. So, mit dabei haben wir auch Raphael Hillebrand. Er gehört zum Vorstand von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, die 2017 das erste Mal bei der Bundestagswahl angetreten ist. Ihre Kernthemen sind Antirassismus, Dekolonialisierung, Intersektionalität und Klimagerechtigkeit. Raphael Hillebrand gehört übrigens zu den wichtigsten choreografischen Vertretern des Goethe-Instituts und wurde 2021 als erster urbaner Tänzer mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. Ebenfalls sehr schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Hillebrand. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir machen direkt weiter mit Eva Maria Thonhofer, oh Gott, entschuldigen Sie bitte, zum Einstieg. Sie ist Mitinitiatorin der Graswurzelorganisation Brand New Bundestag, die sehr passend zu dem Thema heute eine neue Generation von progressiven und vielfältigen PolitikerInnen in die Parlamente bringen möchte. Sie hat mehrere Jahre im politischen und regulatorischen Bereich der deutschen Börse gearbeitet und ist mit dem Leadership-Vollzeitprogramm On Purpose in den sozial-ökologischen Sektor gewechselt. Eva Maria Thonhofer engagiert sich zivilgesellschaftlich auch für Frauenrechte. Herzlich willkommen, Frau Thonhofer.
Dankeschön. Und last but not least, mit dabei ist Sarah Lee Heinrich. Sie ist Aktivistin und gründete im Alter von 15 Jahren die Ortsgruppe UNNA und gehört auch zum Bundesvorstand der Grünen Jugend. Bekannt wurde sie mit einem Tweet, in dem sie die Ungerechtigkeiten des Hartz-IV-Systems für Kinder und Jugendliche kritisierte. Sarah Lee Heinrich setzt sich für eine stärkere politische Teilhabe von Nicht-AkademikerInnen, für soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Antirassismus ein. Herzlich willkommen, Frau Heinrich. Hallo, freut mich dabei zu sein. So, ich werfe jetzt an der Stelle direkt mal zu Beginn einen Blick auf die Umfrageergebnisse. Wie repräsentativ Sie denn den Bundestag aktuell so finden? Und hoffe, der wird mir auch gleich eingeblendet. Genau, ich sehe, okay, 61% von Ihnen finden wenig, 39% geht so und 0% sehr. Also das ist ja optimal für uns, jetzt da direkt weiterzusprechen. Es gibt Optimierungsbedarf. Und damit starten wir in unseren ersten Block heute Abend. Denn verfassungsrechtlich gesehen leben wir in einer repräsentativen Demokratie. Das bedeutet aber noch lange nicht, wie wir jetzt auch gesehen haben an den Umfrageergebnissen, dass sich in der Praxis alle im Parlament oder vom Parlament repräsentiert fühlen. Was also ist eigentlich Repräsentation? Und das kann uns Dr. Pola Lehmann beantworten. Wenn wir in der Wissenschaft von politischer Repräsentation sprechen, dann meinen wir vor allem die Repräsentation politischer Präferenzen. Es geht um die Frage, inwiefern die Präferenzen der BürgerInnen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse im Parlament und in der Regierung nehmen. Dabei schwingt auch schon mit, dass es hier um mehr als das reine Abbilden von Präferenzen geht. Vielmehr ist es die Aufgabe der ParlamentarierInnen, diese Präferenzen in Handeln umzusetzen. Wenn eine Partei im Bundestag sitzt, die dieselben politischen Präferenzen vertritt wie ich. Aber wir wollen natürlich nicht nur, dass unsere Präferenzen vertreten werden, sondern wir wünschen uns vielmehr, dass sie in Gesetze gegossen einen direkten Einfluss auf unser Leben haben. Das wiederum hängt aber von Mehrheiten und Kompromissen ab. Und schließlich gibt es noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich die Frage, inwieweit im Parlament Menschen sitzen, die mir ähneln. Also zum Beispiel mein Geschlecht, meine soziale Herkunft, mein Alter oder Beruf. Vielleicht fange ich hier mit den deskriptiven Merkmalen an, denn da gibt es durchaus Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel sind im aktuellen Bundestag nur knapp über 30% der Abgeordneten Frauen. Nur 14 Abgeordnete waren bei Amtsantritt unter 30 Jahren und nur 3 Abgeordnete geben an, muslimischen Glaubens zu sein. Verglichen mit ihrem jeweiligen Anteil an der deutschen Bevölkerung sind diese Gruppen also alle schlechter repräsentiert. Mit Blick auf die substanzielle Repräsentation sieht es dagegen nominell besser aus. Denn die 6 im Bundestag vertretenen Parteien machen den BürgerInnen durchaus unterschiedliche Politikangebote. Vergleichen wir die Wahlprogramme der Parteien mit den Präferenzen der deutschen Bevölkerung, finden wir deutliche Überschneidungen. Allerdings konnte ich in meiner Forschung auch zeigen, dass sich die Präferenzen der Parteien im Parlament annähern. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Entscheidungen Mehrheiten brauchen und das wiederum in einem Mehrparteiensystem in der Regel Kompromisse erfordert. Vielen Dank, Frau Dr. Pola Lehmann. Super interessant und auch wichtig zum Einstieg. Und das Ganze wollen wir jetzt in unserer illustren Runde besprechen. Und ich richte direkt mal das Wort an Sie, Frau Löbe-Wolf. Und zwar Repräsentation im juristischen Sinne ist ja noch mal was anderes. Vielleicht können Sie das kurz erklären. Und Anschlussfrage, wäre es denn in Ihren Augen überhaupt machbar, den Bundestag fair auf alle Bevölkerungsgruppen zu verteilen? Ist das realistisch? Gute Frage. Also repräsentative Demokratie im Sinne des Grundgesetzes bedeutet ja zunächst mal nur, dass der Abgeordnete im Bundestag oder die Abgeordnete jeder für sich das Volk im Ganzen repräsentieren soll und gerade nicht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, also darauf verpflichtet ist. Jetzt ist natürlich klar trotzdem, dass jeder durch seine eigenen Sichtweisen, Hintergründe, Herkünfte und ich weiß nicht was geprägt ist, auch in seinen Sichtweisen. Und deswegen ist natürlich die
Diversität im Bundestag, in einem Parlament wünschenswert. Ich glaube allerdings nicht, dass es irgendeine Methode gibt, dafür eine Art spiegelbildliche Abgrenzung oder spiegelbildliche Aufteilung zu sorgen. Das geht schon deswegen nicht, weil es ja gar nicht klar ist, um was für Gruppen handelt es sich denn überhaupt. Also wenn ich mich frage, sind da Leute im Parlament, die mir ähneln, wie gerade gefragt wurde, dann habe ich ja ganz verschiedene Eigenschaften. Ich bin ja nicht nur Frau, ich bin ja auch alt und nicht jung. Ich bin Mutter, Großmutter, Tochter, habe also noch Elternteil, das lebt. Und also lauter Gesichtspunkte, die für meine, ich habe einen bestimmten Beruf, ich habe eine bestimmte Ausbildung und eine bestimmte Religion habe ich nicht. Aber das ist ja auch eine Gruppenzugehörigkeit, ne, dass man also sich einer Religion zugehörig fühlt oder dass man sich für einer zugehörig fühlt, ist für viele Menschen auch sehr wichtig. Also es gibt so viele verschiedene Gruppenzugehörigkeiten, dass man eigentlich in der Abbildung gar nicht, also da würde man extrem beschränkt, wenn man sicherstellen wollte, und das geht praktisch gar nicht. Und es wäre auch endloser Streit darüber, welche Gruppen jetzt eigentlich maßgeblich sind. Kommt es auf Frauen im Bundestag an oder kommt es vielleicht mehr darauf an, was ich zum Beispiel persönlich viel wichtiger fände, dass da Leute vertreten sind, die selbst Erfahrungen mit Sorge für Kinder, mit eigener Sorge für Kinder haben, egal ob das Männer oder Frauen sind. Ich glaube, das merkt man jetzt gerade zu Corona-Zeiten besonders stark, was das bedeutet und wie das auch Prioritätensetzungen politische beeinflusst, lauter solche Dinge. Ne? Also ich glaube nicht an eine Spiegelbildung, und das ist auch genau der Sinn des Konzepts der repräsentativen Demokratie, das wir haben, dass man nicht den Versuch macht, den Einzelnen als Vertreter einer bestimmten Gruppe verstehen, sondern den Abgeordneten an die Interessen möglichst der ganzen Bürger, dadurch aller Bürger, dadurch rückzubinden, dass er, wie immer eingeschlossen, abhängig ist vom Wohlwollen seiner Wähler. Und aber wenn wir jetzt sagen, dass es nicht machbar ist, äußere Merkmale zu definieren, wie können wir das dann bewerkstelligen, dass die Interessen aller der Gesellschaft vertreten werden? Wer spricht dann für wen? Frau Löbe-Wolf, vielleicht können Sie da noch kurz. Also ich denke, da muss man an den materiellen Bedingungen, an denen es hapert, arbeiten. Und das ist zum Beispiel für Frauen zum Beispiel nach wie vor die Benachteiligung in der, die Chancen, die schlechtere Chancengleichheit im Zusammenhang damit, dass sie eben in der Familie in der Regel eine andere Rolle haben und größere Lasten tragen. Also wir sehen, ich habe das mal untersucht für juristische Berufe, sie haben heute Frauen in allen Spitzenpositionen der Justiz zum Beispiel und der Hochschule bei den Juristen und alles, aber immer ist der Anteil da unter den Frauen, die da vorhanden sind, von denen die Kinder haben, viel kleiner als der von Männern. Das heißt, auch selbst da, wo wir inzwischen 50% Frauen vertreten haben, ist insofern keine Chancengleichheit, als die Frauen nach wie vor viel größere Probleme haben, wenn sie sowohl ein beruflich als auch ein familiär erfülltes Leben haben möchten. Und da sehe ich ein Problem, das wird man nicht von einem Tag auf den anderen lösen, aber das hängt natürlich ganz klar an geeigneten Anreizen für Familienarbeit im Steuerrecht, ne? Steuersplitting kann so nicht bleiben, wenn man da was ändern will. Die Kinderbetreuungssituation muss verändert werden. Es muss bei allem, was man für Frauen in dieser Hinsicht tut, auch dran gedacht werden und auch entsprechend Möglichkeiten geschaffen werden und Anreize für Männer, sich da auch zu engagieren und alle solche Dinge. Also das wären jetzt zum Beispiel in Bezug auf Frauen, in Bezug auf andere Bevölkerungsgruppen, wären es vielleicht eher Arbeit an Bildungsvoraussetzungen, dass zum Beispiel auch, wir haben 12% funktionelle Analphabeten in Deutschland, die können sie nicht im Bundestag abgebildet haben, denn die müssen ja irgendwie
Vorlagen lesen und verstehen können. Aber man kann natürlich daran arbeiten, dass diese Quote durch Arbeit im Bildungssystem, dass diese Quote sich verringert und weniger Leute auf diese Art dann von politischer Mitwirkung ausgeschlossen sind. Also da würde ich eher immer ans Inhaltliche gehen, als an sozusagen den Versuch. Okay, also noch viel Arbeit in der Gesellschaft notwendig, wenn es nach Frau Löbe-Wolf geht. Frau Heinrich, ich glaube, ich habe gesehen, dass Sie sich dazu auch äußern mögen. Was sagen Sie denn dazu? Ich fand die Frage gerade voll interessant, wer spricht eigentlich für wen? Und ich glaube, man muss, wenn man über auch so Repräsentanz, also wenn wir zum Beispiel darüber reden, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, mehr Menschen, die keinen akademischen Abschluss haben, im Bundestag zu haben, muss man so Dinge unterscheiden. Also ich finde zum Beispiel, es ist richtig, dass sich in allen Parteien 50% Frauen und 50% Männer im Bundestag wiederfinden. Ob die dann eine feministische Politik machen werden automatisch, das kann man gar nicht sagen. Und ich finde, wenn man fragt, wer spricht für wen, dann können auch Beamte und Mittelständler und auch reiche Menschen der Linkspartei meist sehr gut sehr gut die Interessen von Menschen, die arm sind, vertreten. Und während, keine Ahnung, selbst wenn ich dann zum Beispiel rüberschaue zu einer FDP oder einer CDU, da können dann ganz viele Menschen zum Beispiel mit Migrationsgeschichte drin sein, aber wenn die Menschen mit Migrationsgeschichte dann ein politisches Programm mittragen, das Racial Profiling entschuldigt, also man kann, glaube ich, nicht diesen Gleichsatz machen von, das ist mein Merkmal und deswegen kann ich zu dem Thema sprechen oder deswegen kann ich die Gruppe vertreten. Ich finde es gut, wenn alle gleich vertreten sind und wenn man da einen Querschnitt hinkriegt, aber nur weil Menschen zum Beispiel nicht, also keine Migrationsgeschichte haben, weil Menschen nicht weiblich sind, weil Menschen nicht arm sind, heißt es nicht, dass sie nicht trotzdem im Interesse dieser Gruppen Politik machen können und dann auch gewählt werden können dafür. Dann stellen wir jetzt also fest, so einfach ist es nicht. Wir können jetzt einfach nicht äußerliche Merkmale definieren und davon ausgehen, dass sich dann alle repräsentiert fühlen. Trotzdem stellen wir ja eben fest, irgendwas soll sich ändern. Deswegen jetzt das Wort gerne an Frau Thonhofer. Mit Brand New Bundestag setzen Sie sich ja schon dafür ein, eben, dass der Bundestag progressiver und auch vielfältiger wird. Welche Bevölkerungsgruppen sind denn in Ihren Augen unterrepräsentiert oder wie gehen Sie dann jetzt eben vor strukturell, damit das gelingt? Also ich glaube, die Bevölkerungsgruppen, die unterrepräsentiert sind, die wurden hier weitestgehend schon genannt. Also es gibt einfach zu wenig Frauen im Bundestag, es gibt zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag, es gibt zu wenig Menschen, die keinen höheren Bildungsabschluss haben im Bundestag. Und unser Ansatz ist, dass Politik als solches, also dass der Ansatz ist eigentlich, unser Ziel ist, dass wir progressive PolitikerInnen ein progressives Parlament haben möchten, in dem zukunftsweisende Politik gemacht wird. Das ist eigentlich so unser Grundsatz und das ist das große Ziel, worauf wir hinarbeiten. Und ein essentielles Merkmal einer progressiven, zukunftsweisenden Politik ist für uns eben, dass der Bundestag divers zusammengesetzt ist. Und dass genau diese, dass mehr Menschen eben mit Migrationsgeschichte, mehr Frauen, mehr Menschen mit Behinderungen, mehr Menschen mit keinem höheren Bildungsabschluss vertreten sind, damit diese Perspektiven eingebracht werden. Weil ich glaube, was wir natürlich, also ich finde das komplett richtig, was Frau Löbe-Wolf sagt, habe ich verstanden, was Frau Heinrich sagt sowieso, also genau der Ansatz, ne, eigentlich brauchen wir progressive Leute und diverse Leute, aber vor allen Dingen auch progressive Leute. Und was wir jetzt sehen und auch an der Grafik gesehen haben, das Problem ist ja, dass Menschen sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Und das ist insofern problematisch, weil wenn sich Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen, das heißt ihre Interessen, die ja geprägt sind von Lebensrealitäten, von Hintergründen, von Perspektiven, die sie haben, dann entsteht eben eine Lücke zwischen dem, was zivilgesellschaftlich gewollt ist und dem, was politisch entschieden wird. Und in dieser Lücke wissen Menschen nicht mehr, wie sie partizipieren können, wie sie Politik mitgestalten können, wo sie ihre Sorgen hinleiten können. Und sie machen, also wir verlieren sie quasi, sie machen eigentlich nicht mehr mit. Und diese Lücke wird gefüllt, im schlimmsten Fall durch Populisten. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass wenn wir das alles schaffen wollen, was wir eben in Zukunft, also die Herausforderungen, die uns bevorstehen und das, was wir eigentlich politisch initiieren müssen über die nächsten Jahre, dass wir all diese Menschen eigentlich brauchen. Von daher ist Repräsentation essentiell wichtig. Und ob das dann über eine politische progressive Agenda passiert und
gleichzeitig eine Repräsentation über sozusagen Vielfalt. Also ich glaube, das beide muss verschränkt miteinander einhergehen, damit wir das schaffen, was wir schaffen wollen. Herr Hillebrand, Sie haben eine Partei gegründet. Kann ich daraus schließen, dass Sie sich vorher auch nicht repräsentiert gefühlt haben? Und mit welchen Herausforderungen sehen Sie andere BürgerInnen, wenn es um politische Teilhabe geht, konfrontiert? Sie sind ja auch oft im Gespräch mit Interessierten. Ja, ich habe vor 4 Jahren mich nicht mehr repräsentiert gefühlt und habe auf dem Wahlzettel nichts mehr gesehen, was ich mit gutem Gewissen ankreuzen kann. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, das ist bestimmt ein Drittel der Bevölkerung. Und deswegen, weil ich in der Schule gelernt habe, wenn da nichts mehr draufsteht, was man mit gutem Gewissen wählen kann, dann haben wir das Recht und die Pflicht, uns selber draufzuschreiben. Und habe das gemacht, habe geguckt und gesucht, habe nach einem Werteanker, nach einem kulturellen Werteanker gesucht, hinter dem wir oder worauf wir unsere Politik bauen können. Und ich selbst bin Choreograf, Tänzer, bin in der Hip-Hop-Kultur groß geworden, damit um die Welt gereist, habe meine Berufsqualifikation damit erlangt und habe gesehen, wie viele Antworten da drin stecken auf Probleme, die unsere Gesellschaft gerade hat. Nämlich wie wir vom Rand wieder denken können, wie marginalisierte Menschen, die weggeschoben wurden, durch Hip-Hop gesagt haben, wir haben eine Stimme, wir haben ein Recht und haben eine kulturelle Revolution ausgerufen, die global die Kunstwelt auf den Kopf gestellt hat. Ich fordere und hoffe, dass wir diesen Ansatz, dass wir nur einen Bruchteil davon in unsere demokratischen Prozesse übertragen können, weil ich sehe das überhaupt nicht und bin gerade total schockiert gewesen, Frau Lübbe-Wolf, es tut mir so leid, aber ich bin echt traurig, wenn man sagen soll, wir sollen jetzt einfach den weißen Männern das überlassen, dass die für uns alles entscheiden. Das war so das, was ich zwischen den Zeilen da gelesen habe und das ist eine Kapitulation, die ich ganz schlimm finde. Erstmal muss ich kurz die Big Five aufzählen, um einfach ein bisschen das hier klar zu machen. Also Diskriminierung und Ausschluss findet in erster Linie anhand von Geschlecht statt, von Race, von Alter, Klasse und von Ableism, also körperlicher Beeinträchtigung. Das ganze Konzept, was so über die Normalisierung von solchen Körpern, wie ich sie habe, funktioniert. Und anhand von all diesen 5 kann man ganz klar paritätische Quoten einführen, kann man Mitbestimmung einführen. Der Bundestag kann so repräsentativ sein, wie wir das wollen. Wir müssen jetzt mal ganz klar, nur der Faktencheck ist, wir haben über 60% allen Stellen, wo was entsteht. Oh, Herr Hillebrand, der Empfang ist gerade nicht mehr so gut. Ich glaube, wir müssen kurz, ich würde ungern Sie unterbrechen zwar, aber aufgrund des Empfangs ganz kurz das Wort dann als Konter an Frau Lübbe-Wolf weiterreichen. Ich hoffe, dass das gleich wieder klappt mit dem Empfang, dann geht es hoffentlich weiter im Ping-Pong. Frau Lübbe-Wolf, was sagen Sie denn dazu? Also ich habe da nicht dafür plädiert. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt irgendwie mit dieser Unterbrechung, geht es jetzt vielleicht wieder für Sie? Ich höre Sie. Achso, ja, er ist zurück. Hören wir Sie auch, dann sprechen Sie doch erst zu Ende. Ja, gerne. Ja, ich habe gesagt, wir haben schon überall Quoten und zwar von 60-70% für weiße Männer. Ja, das und sind keine Quoten, das sind Ergebnisse, die sind die Realität. Nicht formativ gesetzt. Das ist der Fakt, das ist die Quote, die da ist. Und die müssen wir aber auseinanderhalten, ob etwas ein Fakt oder etwas normativ Vorgegebenes ist. Ne? Und wenn man das normativ vorgeben will, dann muss man fragen, ob das demokratisch ist. Ne? Also die Leute können ja wählen, wen sie möchten. Ich sehe jetzt in der zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man die Welt und die Parlamente alten weißen Männern überlassen muss. Aber das Wahlrecht ist doch nun so, dass man sich entscheiden kann, was einem wichtiger ist. Und wenn Sie jetzt... Bevor es die Urbane gab, konnte ich keine Partei wählen, die irgendeinen Mechanismus gegen weiße Vorherrschaft hat. Konnte ich nicht wählen, gibt es nicht. Es gibt keine Partei, die für schwarze Menschen spricht, für People of Color, für weiße Verbündete. Das gab es nicht und deswegen mussten wir das ja erst gründen, um das... Vielleicht ganz kurz, weil wir leider nicht so lange Zeit haben für den Blog, obwohl es gerade sehr spannend wird. Ich möchte aber kurz nochmal darauf eingehen, weil ich höre dabei ja raus, das eine ist die Quote, die gibt es so nicht, aber das Problem ist ja auch, die Teilhabe, ist die überhaupt attraktiv? Findet man überhaupt Parteien, die die eigenen Interessen vertreten? Dann kann man natürlich eine eigene gründen, wie Herr Hillebrand. Aber vielleicht noch, Frau Heinrich, können Sie auch noch ein Wort dazu sagen, wenn man einsteigt
in die Politik und eben nicht sicher ist, wer einen da vertritt. Das ist ja auch so, dass im Netz sowieso Hate Speech sich gegen gewisse Gruppen mehr richtet, zum Beispiel People of Color. Ist das vielleicht auch mitunter ein Grund, warum sich einige auch nicht so gerne in die politische Öffentlichkeit trauen oder eben auch so das Vertrauen verloren haben, dass sie gar nicht erst wählen mögen? Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe meine Adresse auch schon mal sperren lassen, weil ich Hassnachrichten von der AfD und Morddrohungen bekommen habe. Man ist der Sache vielfach mehr als Frau ausgesetzt. Man ist der Sache vielfach mehr als Person mit Migrationsgeschichte ausgesetzt. Für mich war das damals echt schlimm. Und was mir sehr geholfen hat, war, dass ich ein sehr, sehr starkes Supportnetzwerk tatsächlich auch in meiner Jugendpartei und darüber hinaus Menschen sich darum gekümmert haben, dass ich vor sowas geschützt werden kann und weiter in der Öffentlichkeit stehen kann und mich damit nicht alleine gelassen haben. Aber es ist total gefährlich, weil das Ziel von so rechten Hassmobs ist ja auch quasi coole Menschen, linke Frauen, linke Menschen mit Migrationsgeschichte aus der Debatte rauszudrängen, weil das unangenehm für sie ist und weil sie wissen, dass sie damit ganz schön viel zu verlieren haben und deswegen kann man nicht einfach nur sagen, das sind nur böse Menschen, sondern da steht ein politisches System hinter und zwar, dass man eben genau das verhindert, über das wir jetzt gerade versuchen zu reden, dass eine Generation von Menschen, also Menschen die Stimme ergreifen, die Lust haben, politisch mitzugestalten, aber dann eben auch, keine Ahnung, wenn ich so eine konservative schwarze Frau wäre, würde mir das nicht so schnell passieren. Und das finde ich, das wollte ich noch so als einen Punkt sagen, auch zu der Frage von keine Partei finden, die mich zum Beispiel als schwarze Frau repräsentiert hätte. Naja, es gibt konservative schwarze Frauen und es gibt linke schwarze Frauen und es gibt Mitte schwarze Frauen und die haben auch, also so, ja, ich kenne viele Leute, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass Menschen auch explizit zum Beispiel so Hass im Netz ausgesetzt sind, die einfach links sind. Super, vielen Dank. Ich werde jetzt kurz auf die Umfrage oder respektive die Fragen hinweisen. Sie können jetzt wieder gerne auf den Link unten klicken, den Code einfügen und die Fragen, die wir hier schon aufgelistet haben, ranken nach ihrer Wichtigkeit. Dann stelle ich die eine oder andere gerne auch unseren PodiumsgästInnen gleich. Jetzt, Frau Thurnhofer, wenn Sie da so zuhören, die Emotionen kochen jetzt schon hoch. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Wie könnte man das Ganze vielleicht attraktiver machen für bestimmte Gruppen? Wie gehen Sie da vor? Ich würde nicht sagen, also ja, für bestimmte Gruppen. Also wie gesagt, unser Ziel ist es ja, also der Ansatz erstmal, und das finde ich so spannend, zwischen der Meinung, die Herr Hillebrand gerade vertreten hat und Frau Heinrich, die sich ja bei, ich glaube, bei den Grünen ihr politisches Zuhause quasi gefunden hat. Ich glaube, und dass es ganz viele unterschiedliche Einstellungen, ganz unterschiedliche Einstellungen zu politischen Zielen gibt, bei egal welchen Hintergründen, Lebensrealitäten etc. pp. Und deswegen gibt es auch und finden wir als Brand New Bundestag zum Beispiel auch Kandidatinnen, die wir unterstützen, sowohl in politischen Parteien als auch unabhängige Kandidatinnen. Das heißt, es geht eigentlich darum, ein verbindendes Element zu schaffen und nicht sich so zu sehr zu konzentrieren auf, ist das jetzt irgendwie, also so der Ansatz, ist das jetzt eher in der Linkspartei zu finden, ist das in der Grünen Partei, ist es vielleicht auch in einer konservativeren Partei, finde ich vielleicht gar keine Partei, sondern die Frage ist ja, und das glaube ich, verbindet auch die Runde hier so ein bisschen, auch wenn es schon die ersten Diskussionen gab zu konkreten Themen, dass es sich lohnt, erstmal gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Also erstmal sich darauf zu verständigen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Wo sehen wir das Problem? Und dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, wir verfolgen dann einfach alle unterschiedliche Wege. So wie Herr Hillebrand gesagt hat, ich habe mich nicht mehr repräsentiert gefühlt, deswegen, ich sehe da auch keinen Namen. Ich möchte an der Stelle auch hinzufügen, also tatsächlich ein wesentliches Problem, was wir, glaube ich, innerhalb von Parteien schon haben, ist, dass Parteien nicht unbedingt die beste Personalpolitik machen momentan. Also dass gerade Menschen, die sich eben nicht repräsentiert oder die nicht in diesem Parteiennetzwerk nicht diese klassischen Politkarrieren machen dass die innerhalb von Parteien es sehr schwierig haben, gewisse Mandate auch zu bekommen und sich für die Kandidaturen aufzustellen. Und ich glaube, das ist eigentlich die spannende Frage, wie man da strukturell auch ansetzen kann und da was verändern kann.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Thurnhofer. Dann würde ich jetzt kurz einen Blick werfen auf diese Fragentabelle. Welche haben Sie denn nach oben gerankt? Diese Frage würde ich dann auch ganz kurz noch stellen. Bitte kurz fassen, weil wir ein straffes Programm haben und danach vor allem auch nochmal auf die Lösungsansätze eingehen möchten. Ich werfe kurz einen Blick auf meinen anderen Screen. Aha. Sind Parteien nicht divers genug oder werden diverse Kandidatinnen nicht aufgestellt, gewählt? Ich glaube, das haben wir so mitunter auch schon beantwortet. Ja, vielleicht das, wie präsent ist denn überhaupt das Thema Repräsentationsdefizit so im politischen Alltag? Ist das wirklich etwas, was auch auf den Agenden der Parteien steht oder müssen gerade die großen Parteien sich darum gar nicht so sehr kümmern? Frau Löbe-Wolf, was sagen Sie dazu? Also ich glaube, die Parteien sollten sich in ihrem eigenen Interesse alle drum kümmern. Aber wenn hier gesagt wird, wir brauchen mehr progressive Politik, ja, finde ich auch. Aber progressive Politik ist halt nichts, worüber man die Zusammensetzung des Bundestages steuern kann, sondern da muss man sich bemühen, beim Wähler auch ein Mandat für progressive Politik zu kriegen. Ne? Und also ich würde denken, wenn viele Menschen sich auch in den Parteien, man müsste zum Beispiel mal genauer analysieren, warum gehen Leute so wenig in die Parteien? Und da habe ich warum ist Parteimitgliedschaft, warum wird das für so unattraktiv gehalten? Und warum fühlt man sich auch durch die Partei, die man am ehesten wählt, in der Regel nicht super toll repräsentiert? Und da würde ich denken, das hat was damit zu tun, dass wir halt heute alle große Individualisten sind und nicht mehr wie früher halt Katholik der Welt Zentrum oder Arbeiter der Welt SPD und ist dann auch mit allem zufrieden. Sondern wir haben in jeder Partei, sehen wir Dinge, die wir mögen und die wir nicht mögen. Das ist der Grund, weswegen ich denken würde, es wäre auch gut, die Ergänzung um direkte direktdemokratische Elemente, weil da kann man sich direkt zu einem Sachthema äußern und muss nicht immer gleich wie bei einer Partei so ein ganzes Politikpaket kaufen, was einem in seiner konkreten Zusammensetzung gar nicht passt, wie so ein fertig zusammengestellter Warenkorb im Supermarkt. Ne? Und es würde indirekt auch dazu führen, dass die im Bundestag vertretenen Parteien mehr drauf hören müssten, was die Bürger eigentlich wirklich wollen. Ob das dann im Ergebnis genauso ausfällt, wie man sich es politisch wünscht. Also wenn die Priorität ist, soll links sein, ist nicht dasselbe, als das soll repräsentativ sein, will ich nur sagen. Was repräsentativ ist, das hängt von den Wünschen der Bevölkerung ab. Das hängt auch davon ab, ob vernünftige Politik gemacht und Leute nicht in die Extreme getrieben werden durch ihre soziale Situation oder durch was auch immer. Ne? Aber, okay, vielen Dank, Frau Löbe-Wolf. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Vielen Dank. So, dann ist jetzt kurz Zeit für Wunschdenken, weil jetzt haben wir die Probleme schon mal kurz, so wenigstens angeschnitten definiert. Und ich glaube, dafür ist auch noch mal Raum, die gleich weiter zu besprechen. Aber ich würde gerne kurz, um das klar zu machen, einen Blick in die Zukunft zu werfen und zwar kurz Wunsch zu denken. Also was ist Ihre Vision für 2050? Und bevor Sie mir das alle, also Bundestag 2050, und bevor Sie mir das alle beantworten, haben wir hier auch noch Statements von Dr. Karambajabi und von Dorothee Bär, die uns das ebenfalls beantwortet haben. Die Vision ist natürlich komplett digital, komplett barrierefrei und für jede und für jeden zugänglich. Aber ehrlicherweise kann die Mission für 2050, aller spätestens 2025, ein bisschen ehrgeiziger müssen wir schon werden. Ich wünsche mir, dass spätestens 2050 der Bundestag ein Spiegelbild der Gesellschaft ist bezüglich der Diversität. Dass im Bundestag alle gesellschaftlichen Gruppen paritätisch vertreten werden, zum Beispiel Frauen und Männer, alt und jung, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung und unterschiedliche soziale Gruppen. Dass von der 18-jährigen Studentin bis zum 70-jährigen Rentner alle da sind, dass wir Mütter haben, dass wir Väter haben, dass wir Unternehmer haben, Selbstständige, Angestellte, Handwerker, die ganze Bandbreite, natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen. Und das Allerwichtigste ist, dass man gar nicht mehr drüber reden muss, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist.
Herr Hillebrand, wenn Sie das so hören und vor allem, wenn Sie in Utopien denken und in die Zukunft blicken, wie sieht Ihr Bundestag 2050 aus? 2050 ist lange hin, aber für 2030 hätte ich schon die Vision, dass wir zumindest alle Menschen in Deutschland oder alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland zumindest anteilig, wenn nicht paritätisch, zumindest anteilig da abgebildet sind. Aber für 2040 würde ich schon denken, dass wir auch all die Menschen abbilden, die davon betroffen sind von der Politik. Weil es wird vergessen ganz, dass im Bundestag, da werden globale Entscheidungen getroffen. Da wird über das Leben entschieden von den Menschen im Mittelmeer, über das Leben von Menschen in Afghanistan oder auch von Menschen im brasilianischen Regenwald. Und all diese Menschen, die sind da überhaupt nicht vertreten. Über deren Köpfe wird einfach in kolonialer Weise hinweg diskutiert und entschieden. Und ich würde mir wünschen, dass diese Menschen dann da auch vertreten sind. Und für 2050 würde ich mir wünschen, dass wir all diese negativen Normsysteme, die wir identifizieren konnten, Patriarchat, Rassismus, Ableism, all diese Unrechtsmechanismen, dass wir die bis dahin so weit im Bundestag überwunden haben, dass wir da einfach von Mensch zu Mensch sprechen können und nicht mehr immer auf solchen Schieflagen. Frau Thunhofer, wenn Sie Ihren Bundestag 2050 selbst gestalten könnten, wie würde der aussehen? Auf jeden Fall ein divers zusammengesetzter Bundestag, der progressive Politik macht. Und da vielleicht kurz auf Frau Lübbes-Wolf-Kommentar von vorher einzugehen. Progressive Politik bedeutet für mich nicht per se linke Politik. Es gibt auch progressive Menschen, die konservativen Parteien angehören. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine Politik, die in eine andere Diskussionskultur einsteigt, die überparteilich sich organisiert und bereit ist, auch andere Formate zu finden, um die Perspektiven der Bevölkerung wieder in ihre Politik mit einzubeziehen. Super, vielen Dank. Und Frau Heinrich, Bundestag 2050, wie sieht er aus? Ich fände es auch gut, wenn der divers besetzt ist. Ehrlich gesagt, es ist mir egal, ob anteilig Menschen mit Migrationsgeschichte dann in der AfD sitzen. Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem und die Frage dabei. Also interessiert mich das wirklich? Glauben wir, dass es überhaupt möglich ist, zum Beispiel anteilig Menschen mit Migrationsgeschichte in eine rassistische Partei reinzubekommen? Ich glaube, das ist mir wahrscheinlich sogar ein bisschen egal. Ich wünsche mir, dass Parteien sich öffnen, damit Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen Politik machen und dann auch verschiedene Positionen eben in einem Parlament gemeinsam vertreten können. Ob das bei allen überhaupt anteilig möglich ist, also ob ich als Frau in einer Partei sein möchte, die frauenfeindliche Politik macht, ich glaube, da kann man sie auch nicht reinzwingen. Vielleicht ist das einfach natürlich so und das ändert sich nicht. Das ist für mich auch in Ordnung, aber vor allem wünsche ich mir eine Politik, also einen Bundestag, der Politik im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung auch macht. Denn was ich schon sagen würde, ist, was wir gerade nicht haben, ist, also wenn ich mir den Bundestag, wenn ich mir die Bundesregierung anschaue, wird schon Politik nicht unbedingt immer im Interesse von ArbeiterInnen gemacht, sondern vor allem ganz schön oft Interesse im Sinne von Profiten, obwohl es Parteien sind, die so tun, als wären sie Parteien des kleinen Mannes oder als wären sie ArbeiterInnenparteien. Ich wünsche mir, dass da wirklich Parteien im Parlament sitzen, die für ArbeiterInnen einstehen. Für alle. Vielen Dank, Frau Heinrich. Dann an der Stelle Frau Lübbe-Wolf. Muss sich was ändern bis 2050 und wenn ja, was? Ja, wie gesagt, wenn es nur ums Wünschen geht, wünsche ich mir auch ein bunteres Parlament, auch was die vertretenen Hautfarben nationalen Herkünfte angeht, Erdteile, die da vertreten sind. Aber die Frage ist, wie kommt man da hin? Und das Wünschen, glaube ich, alleine hilft nicht weiter. Ne? Ich wünsche mir ein Parlament, was mehr mit tatsächlich in intensiveren Kontakt mit öffentlichen Diskussionen an der Basis steht. Ich wünsche mir mehr Kompetenzen für die Kommunen, weil da sehr viel entschieden wird, wovon die Lebensbedingungen der Bewohner ganz wichtig abhängen. Ich wünsche mir, sage ich nochmal, im Grunde ein bisschen weniger Kompetenzen für den Bundestag, insofern als er sich darauf einstellen muss, dass die Bürger sich auch einfach mal selbst mit Volksabstimmungen, Volksbegehren zu Wort melden können, weil es, glaube ich, wirklich ein Mittel ist, um die Politik stärker an den Willen der Mehrheit der Bürger. Das kommt allerdings dann sehr darauf an, wie das ausgestaltet wird. Das ist nicht in jeder Form vernünftig.
Und genau das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Sie haben schon gesagt, wünschen ist ja das eine, aber das vor allem Entscheidende ist der Weg dahin. Und den wollen wir jetzt auch etwas ausführlicher besprechen als diese Punkte vorher. Und ich glaube, es gibt auch noch viel zu sagen, wie ich das raushöre. Wir würden aber in diesen Block mit eigentlich dem Herzstück so ein bisschen dieser Podiumsdiskussion, diesem Podiumsgespräch starten, und zwar der Ideenwerkstatt von Version 21. Und die hat ja heute Vormittag sich getroffen und Lösungen erarbeitet. Und wir haben jetzt auch mit dabei Eileen Pauls und Sie vertreten die Ideenwerkstatt heute. Vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen, damit man besser versteht, was denn diese Ideenwerkstatt genau ist. Also erstmals haben sich hunderte Leute beworben, die da mitmachen wollten zwischen 20 und 29 und das sind dann 40 letztlich geworden. Darunter waren welche, die Teil des kürzlich gegründeten Bürgerrats waren, Aktivistinnen, Studierende, FacharbeiterInnen und solche, die politische Ämter jetzt schon bekleiden oder das noch tun wollen. Und Eileen Pauls ist Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität zu Köln. Sie promoviert gerade zum spannenden Thema Ambivalenz bei Führungskräften, das wir vielleicht auch einige kennen, und möchte danach selbst auch politisch aktiv sein und hat für uns jetzt einen Pitch sozusagen vorbereitet, einer Idee, die sie eben ausgearbeitet haben, die sie uns jetzt vorstellt. Und danach können wir gerne auch ins Gespräch kommen mit den PodiumsgästInnen und Sie können sagen, wie realistisch Sie das denn in der Umsetzung finden. Frau Pauls, was haben Sie sich überlegt? Ja, herzlichen Dank. Hallo erstmal. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und darüber sprechen darf, was wir in wirklich tollen Gruppen in der Ideenwerkstatt so zusammengetragen haben. Es gab ganz viele konkrete Ideen und große Visionen. Wir in unserer Gruppe haben uns drei konkrete Maßnahmen überlegt, die wir unter dem Thema Nichts über uns ohne uns zusammenfassen möchten. Uns geht es dabei darum, dass es ein ganzheitlicher Weg sein muss und dass wir auch nicht erst beim Bundestag anfangen können. Denn wie auch schon die Panelistinnen und Panelisten schon so schön gesagt haben, das wird über Nacht nicht passieren. Das heißt, wir müssen das Volk mitnehmen und können darüber dann unsere Repräsentation auf lange Sicht verändern. Und eine Sache, die man sich vielleicht schon denken kann bei einer Community, die von Menschen zwischen 20 und 29 Jahren gestaltet wird. Ein Thema, was uns da wirklich wichtig war, war das Alter. Es wurde schon mehrfach gesagt, Menschen unter 30 Jahren sind unterrepräsentiert. Und wir finden auch, dass die Stimme der Jugend, also auch der unter 20-Jährigen, stark unterrepräsentiert ist. Und da haben wir uns eine sehr konkrete 1-zu-1-Maßnahme sozusagen überlegt, und zwar: Was wäre denn mal mit einem Mentoring-Programm? Was wäre denn mal, wenn man die Abgeordneten des Bundestages in regelmäßigen Austausch mit Jugendlichen bringen würde? Auch das müssten natürlich diverse Jugendliche sein, die unterschiedliche Standpunkte, sowohl politischer Art als auch auf deskriptiven Charakteristika, widerspiegeln können. Und so den Abgeordneten ein Bild davon geben könnten, was sie wollen und was sie beschäftigt. Ich finde, dass dass Covid-19 da keine Ausnahme ist. Wir können uns die Frage stellen, ob wir wirklich Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, Studierende in der Diskussion darüber, was die richtigen Maßnahmen sind und was die Langzeitkonsequenzen unserer Maßnahmen sind, ob wir die da wirklich einbeziehen und wie es denen eigentlich gerade geht. Wir haben uns da zum Beispiel über das Thema Schulabschluss während Corona unterhalten und wie es danach weitergehen soll. Ganz wichtige Fragen, die den Abgeordneten gerade zur Zeit, weil vielleicht auch zu wenig Abgeordnete Kinder selber haben, denen fehlt der Einblick dahin. Und wir fänden es gut, wenn Jugendliche da einen direkten Kontakt zu kriegen könnten. Und der Wille ist da. Wir sehen es bei Fridays for Future. Und jetzt ist die Frage, wie können wir Menschen dabei helfen, dass sie nicht ins Leere hinausschreien, sondern dass auch darauf eine Reaktion folgt. Also hier wieder nichts über uns, ohne uns. Ein zweiter Teil, den wir uns überlegt haben, der auch schon angesprochen wurde, war der Bürgerinnenrat. Also ein externer Ausschuss, der den Bundestag darüber informieren kann und wegweisend dienen kann
um das Volk auch unabhängig von den Abgeordneten repräsentieren zu können. Hier kann Diversität abgebildet werden, ob es das biologische oder das soziale Geschlecht ist, ob es Menschen mit oder ohne Migrationsgeschichte sind, Menschen mit und ohne Behinderung, verschiedene Bildungsschichten. Und ich möchte da auch vielleicht nochmal aus psychologischer Sicht sagen, es ist wichtig. Das zeigt einfach Forschung. Ähnlichkeit auf solchen deskriptiven Merkmalen führt zu Identifikation. Und das führt dazu, dass Menschen auch sich vorstellen können, selber Politik zu machen. Es gibt zum Beispiel eine Studie zu politischen Gremien in indischen Dörfern, wo die Frauenquote schon in den 90ern eingeführt wurde. Und da zeigt sich, dass Mädchen und Frauen sich deutlich eher vorstellen können, Politik zu machen. Also das ist mir wirklich nochmal ein Anliegen. Ja, es ist nicht die Wurzel allen Übels, aber es ist wichtig, dass wir repräsentiert werden. Und das kann eben über BürgerInnenräte passieren. Wir haben uns da überlegt, dass man da so eine Art Mischung machen kann aus sogenannten Mini-Publics, also Gremien, die repräsentieren sollen, wie divers die Gesellschaft tatsächlich ist, und auch eine Art Losverfahren für kleine Anteile dieses Gremiums, durch das dann sichergestellt werden kann, dass auch Leute, die sich vielleicht nicht direkt trauen, an sowas teilzunehmen oder die nicht direkt ins Auge derjenigen fallen, die die Leute einladen, dass auch die gehört werden. Uns ist da auch wichtig, da wieder, dass das Ganze nicht ein Schreien ins Leere sein soll, sondern dass der Bundestag sich damit beschäftigen muss, was diese Leute sich da überlegen. Und eine Möglichkeit, die wir uns da vorgestellt haben, ist, wie wäre es, wenn der Bundestag alle Vorschläge sich angucken muss und zumindest begründet ablehnen muss? Das heißt ja nicht, dass das alles das geht nicht. Wir können natürlich nicht alles, was da so schön sich zusammengesponnen wird oder vorgeschlagen wird, umsetzen, aber zumindest muss sich damit beschäftigt werden, sodass dieses allgemeine gesellschaftliche Klima, uns wird nicht zugehört, dass dem entgegengetreten wird. Und dann auf einer sehr, sehr großen Skala war uns auch nochmal wichtig zu betonen, wir glauben, es braucht eine Wahlrechtsreform. Zum einen zum Thema Alter und Jugend nochmal, das Wahlalter muss abgesenkt werden. Es gibt zu viele, ich meine, es gibt Menschen, die Steuern zahlen, die strafmündig sind, die aber nicht wählen dürfen. Das ist doch nicht fair. Es gibt sehr viele Menschen, die in Deutschland leben, aber keine Möglichkeit haben zu wählen und sich Gehör zu verschaffen. Dabei ist der Bundestag dann gleichzeitig sehr, sehr groß, zu groß unserer Meinung nach, und dann fehlrepräsentiert. Und da ist noch ein Stichwort, was ich gerne noch bringen würde, die Überhangmandate. Wir haben gerade ein Momentum, wo das Thema besprochen und diskutiert wird, und das sollten wir nutzen. Es ist ein unfairer Mechanismus, der großen Parteien hilft und auch altbekannten Gesichtern hilft, eben keine Progressivität fördert. Wir glauben auch eigentlich nicht, dass da das Deckeln von Überhangmandaten hilft. Da muss ein anderes System her. Und was uns dann auch noch wichtig ist, ist, man muss sich selber aufstellen können. Man muss eine andere Möglichkeit haben, als die Parteileiter hochzuklettern, um in den Bundestag, um in eine repräsentative Funktion zu kommen. Man muss die Möglichkeit haben, in einer anderen Form sich politisch im Parteiensystem beteiligen zu können. Super, vielen Dank, Frau Pauls. Ganz viele interessante Ansätze. Und ich würde das Wort direkt mal an Herrn Hillebrand richten. Ihre Partei setzt sich ja auch dafür ein, dass das Wahlrechtsalter gesenkt wird. Vielleicht können Sie dazu auch ein, zwei Dinge sagen. Ich nehme an, Sie stimmen da Frau Pauls zu. Ich stimme ihr da absolut zu. Und ich spreche aus der Erfahrung, dass wir bei der letzten Bundestagswahl Unterschriften sammeln mussten, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und da ist uns aufgefallen, dass auf der Straße, wenn ich hier in Berlin-Kreuzberg rausgehe, nur jede zweite Person überhaupt wählen darf. Also das ist, in Berlin ist es so absurd, wie viele Leute ausgeschlossen sind, dass sich dieses Land dafür schämen sollte und dass es eine wirkliche Gefahr ist für diese Stadt und auch für dieses Land, weil die Leute alle sagen, Politik ist eh nichts für mich. Das ist eh ein Unterdrückungssystem, was mit mir nichts zu tun hat, außer so zu machen. Und ich sage mal ein ganz kurzes Beispiel von einem Mitglied von uns. Der Mann ist in Deutschland geboren. Sein Großvater ist im KZ ermordet worden und der kann nicht wählen. Der hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und der einzige Grund, warum er das hat, ist, weil er Roma ist.
Der deutsche Staat erwartet von ihm, weil er Roma ist, dass er sich extra bewirbt, dass er ein Einbürgerungsverfahren macht, dass er Sachen beweist und so weiter. Und das ist die Perspektive, die hier überhaupt nicht drin ist. Also mir fällt es so immer wieder auf. Wir wissen doch, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Und wenn alle nur von einer Seite auf ein Objekt gucken und nicht sehen, dass es einfach tierisch schwer ist, in dieser Demokratie mitzumachen, wenn du nicht zufälligerweise dein Vater auch ein Doktor oder ein Professor ist, für die ist das nichts. Also bei mir auch, ganz klar. Da wird immer gesagt, warum willst du denn in die Politik? Da wird über uns entschieden, aber nicht für uns. Und diese Wahlrechtsreform, wieso sollen Leute, die 14 oder 15 sind und bedingt strafmündig sind, ja, die können vor einen Richter kommen und dürfen nicht mitbestimmen? Wieso dürfen diese Menschen nicht über ihre Zukunft in der Zeit, wo der Planet abbrennt und 70-Jährige darüber entscheiden dürfen, was 20-Jährige in 20 Jahren erleben? Das ist doch totaler Wahnsinn. Also Wahlrecht ab 14. Für alle Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, völlig unabhängig von ihrer Nationalität. Wer hier dauerhaft wohnt, muss ja auch wählen können. Das wollte ich dazu sagen. Das wäre eine ehrliche Demokratie. So wie es jetzt ist, ist es das nicht. Wunderbar. Das soweit zur Wahlrechtsreform. Aber was haltet ihr denn von einem Mentoring-Programm? Das finde ich auch ganz interessant, dass den Dialog fördern soll zwischen Bundestagsabgeordneten und jungen Menschen, zum Beispiel auch dann über Gremien. Frau Thornhofer, sehen Sie da eine reelle Chance, dass sich das umsetzen ließe? Ich glaube, sinnvoll ist das alles mal. Ich glaube, jeder Bundestagsabgeordneten und jedem Bundesabgeordneten tut es erstmal gut, Perspektiven von außen zu bekommen. Auf welche Art und Weise auch immer. Und ich glaube, von 16-Jährigen oder bis 16-Jährigen oder auch unter 16-Jährigen ein bisschen gechallenged zu werden und von deren Ideenvielfalt profitieren zu können, da sollten eigentlich alle Abgeordneten sofort ihre Terminkalender freimachen. Es ist meine Meinung dazu. Die Frage ist natürlich auch, was holen dann quasi die 14- bis 16-Jährigen daraus? Und da glaube ich auch wieder, dass es auch da entscheidend sein wird, mit wem man dann am anderen Ende spricht. Und da kommen wir wieder in Richtung Repräsentation, weil so ein Mentoring-Programm baut ja auch darauf auf, nicht nur, dass es ein gegenseitiger Austausch ist. Also von daher, ich finde die Idee super. Ich glaube, gerade das Abgeordnetenhaus könnte wahnsinnig davon profitieren. Und man kann dann nur hoffen, dass die jungen Menschen auch davon profitieren. Super, vielen Dank. Frau Heinrich, wenn Sie da jetzt so zuhören und über die Bürgerräte auch nachdenken oder diese Gremien, das hat man ja bisher eben auch so gelöst, dass man ausgelost hat. Wäre es jetzt in Ihren Augen nicht vielleicht sinnvoller, dass man das dann auch repräsentativ auswählen würde, bewusst Menschen nach gewissen Merkmalen auswählen würde? Ich komme gerade noch aus meiner Methodenklausur, die ich in Sozialwissenschaften letzte Woche noch geschrieben habe. Man muss ja schon sagen, wenn man Stichproben zieht und wenn man eine Stichprobe zieht, dann führt das schon dazu, dass das um einiges repräsentativer ist als das, was wir gerade im Bundestag sehen. Ich finde, es spricht trotzdem nichts dagegen, bei Teilen des Bürgerinnenrates nochmal so eine, man nennt es, glaube ich, geschichtete Stichprobe. Ich hoffe, ich habe eine gute Note in der Klausur geschrieben, zu machen und eben dafür zu sorgen, dass bestimmte Bevölkerungsanteile dort vermehrt vertreten sind. Generell ist es aber so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel random versuchen würden, Bürgerinnenrat zusammenzufinden, dann wären da mehr als 25% der Menschen Migrationsgeschichte, weil das ist unsere Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, allein deswegen schon ein riesiger Fortschritt. Und ich finde es total wichtig, dass es ganz viele verschiedene Orte gibt. Und ich glaube, da bin ich auch sehr bei Frau Lübbe-Wolf, dass es eben nicht nur darum geht, was im Bundestag passiert, sondern dass Menschen auch vor Ort eigentlich ihre Zukunft in die Hand nehmen müssen und auch das können. Und gerade wenn man weiter unten ist, dass dann auch nicht nur einfach immer darin endet, dass Leute so sind, so ja, danke, dass du deine Meinung gesagt hast, sondern dass Leute auch vor Ort, gerade bei sich in der Stadt und auch im Landesgebiet, die Politik maßgeblich mitentscheiden und nicht nur das nicht nur im Parlament stattfindet, finde ich total befürwortenswert. Super, vielen Dank. Dann würden wir jetzt den Teil zur Ideenwerkstatt von Version 21 abschließen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Pauls. Das war super und sehr interessant. Vielen herzlichen Dank. So, und wir machen aber weiter mit den Lösungsansätzen. Da gibt es, glaube ich, noch einiges zu besprechen. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass Listenplätze sich auch paritätisch besetzen ließen, die Quote. Frau Lübbe-Wolf, was halten Sie denn so von der Quote? Würde das denn mehr Repräsentation bringen? Ich denke, also das sind zwei
zwei Fragen. Erstens, was bewirkt es faktisch? Da muss man sich keine Illusionen machen. Also eine Quote für die Listenplätze alleine bringt nicht sehr viel, weil die größeren Parteien ja ganz überwiegend über Direktmandate in den Bundestag, in die Parlamente einziehen. In Brandenburg zum Beispiel hatte die SPD eine 50% quotierte Liste gemacht und das hat den Frauenanteil überhaupt nicht erhöht, weil eben die meisten Mandate als Direktmandate ins Parlament gekommen sind. Also wenn, dann müsste man, ich spreche jetzt nur über die faktischen Wirkungen und nicht über das, wenn man jetzt tatsächlich irgendeine Methode hätte, wie man inklusive Direktmandate 50% Frauen in die Parteien kriegen würde, dann würde es, glaube ich, im Deutschen Bundestag 70% mehr Unionsabgeordnete, 70 Abgeordnete mehr aus der Union, 7 aus der SPD, so um die 20, glaube ich, aus der FDP, habe ich mir nicht genau gemerkt, und 35 aus der AfD mehr Frauen geben. Ob das jetzt wirklich was bringt, also die Linke und die Grünen sind sowieso überproportional mit Frauen vertreten in den jeweiligen Fraktionen. Ob das jetzt was bringt, wenn man da also viele Beatrix von Storchs mehr im Bundestag sitzen hat, ich bezweifle es, aber ein Problem ist mit diesen Quoten im Prinzip ja ein ganz anderes. Es gibt ganz viele Länder, die schon irgendwie so ein Stück weit Quote gemacht haben. Ich habe mal eine Zusammenstellung gelesen, 18 Länder allein in Europa, jetzt nicht in der EU, sondern inklusive Moldau, Nordmazedonien und so weiter, haben schon irgendwelche Quotenregelungen erlassen. In dem größten Teil davon ist aber der Frauenanteil in den Parlamenten trotzdem geringer als in Deutschland. Also es bringt oft sehr viel weniger, als man denkt. Und ich glaube, speziell diese Quote auf den Wahllisten würde wenig bringen. Wenn ich noch ein Wort sagen darf, wenn man die Direktmandate einbeziehen will, dann wundert mich immer, da gibt es dann so Vorschläge, man soll dann als Direktkandidaten immer ein Tandem aufstellen. Ne? Ich empfinde das als eine Form von Bevormundung. Ich kann dann als Wählerin nur noch ein Tandem wählen. Ich kann aber nicht wählen, ob ich von dem Tandem lieber die Frau oder lieber den Mann hätte. Und darin sehe ich so eine Art maternalistische Bevormundung. Ich muss als Frau so wählen, wie es, also da kommen eigentlich die Gatekeeper richtig erst ins Spiel. Ich muss als Frau im Sinne einer vorgegebenen Quote wählen, obwohl ich möglicherweise viel lieber den etwas linkeren Mann als die etwas rechtere Frau oder die Frau mit Kind als den Mann ohne und so weiter hätte oder jemand, der sich selber kümmert. Also man hat unterschiedliche Präferenzen und mir wird von meinen sämtlichen Präferenzen vorgeschrieben, ich muss jetzt am wichtigsten und das muss das Kriterium meiner Auswahl sein, dass es 50% Frauen sind. Und das, wie gesagt, empfinde ich schlichtweg als Bevormundung, könnte man auch anders handhaben. Man könnte auch zwei Kandidaten haben, von denen man eben auswählen kann, welchen man nimmt und die Parteien nur verpflichten, sie müssten Frau oder Mann jeweils aufstellen. Das hat aber bis jetzt noch niemand vorgeschlagen, weil dann nämlich sich zeigen würde, womöglich nehmen die Leute wirklich was anderes einfach als Wähler wichtiger, als ob ihre Repräsentanten da Mann oder Frau sind. Das ist aber nicht gewollt und das empfinde ich als eine identitätsoktroyierende Bevormundung, über die ich mich richtig ärgere. Okay. Ja, die Quote wäre ja im Prinzip ein schnelles Mittel, um ein bisschen Bewegung da reinzukriegen. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Lösungsansätze, zum Beispiel die Mandatszeitbeschränkung, Frau Thornhofer. Ich glaube, dafür setzen Sie sich ja ein. Ja, also Mandatszeitbeschränkung ist eigentlich so ein weiterer Punkt, den ich gerne einfach auf dieser Liste ergänzen würde, zusätzlich zu dem, was Frau Pauls eben schon gesagt hat, weil wir davon überzeugt sind, dass es innerhalb der Parlamente allgemein nicht diese klassischen Berufskarrieren eigentlich nicht mehr geben sollte, dass es einen viel größeren Dynamik braucht, dass es irgendwie neue Ideen, neue Perspektiven
und neue Menschen immer mal wieder braucht und dass es im Endeffekt nicht darauf ausgelegt sein sollte, dass ich mein ganzes Leben oder Teile meines Lebens ab meinem Jugendalter darauf hinarbeite, diesen Job zu machen, indem ich dann meine Perspektiven über 20 Jahre einbringe, sondern dass es da eben viel mehr braucht. Und deswegen haben wir eine Petition gestartet vor 2 Monaten unter dem Hashtag Kein Platz für immer, ein Platz für alle, wo wir uns einfach dafür aussprechen, dass man dass es zu Mandatszeitbeschränkungen kommen soll und dass das eben die Vielfalt und Progressivität oder Vielfalt und Perspektiven fördert. Genau. Herr Hillebrand, Sie bei der Urban, wie denken Sie, wie kann man da Bewegung reinbringen? Sie haben ja vorher schon die Wahlrechtsreform angesprochen, aber gibt es da vielleicht noch andere Methoden? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wer wird überhaupt angesprochen, wenn wir über Politik sprechen und wer wird nicht angesprochen? Und alleine, wenn wir hier über dieses Migrationsgeschichtenquoten sprechen, es geht ja nicht nur um Migrationsgeschichte, es geht ja um Rassismus, ja, um antimuslimischen Rassismus, antischwarzen Rassismus, um all die Sachen, die ja mit der Quote gar nicht gefasst werden. Also ich kann mal sagen, dass ich bin nicht als Migrant registriert in dieser Definition von meine Eltern wurden irgendwo im Ausland gefasst, aber meine weiße Mutter ist als Migrantin registriert, weil sie eine Großmutter hatte, die im heutigen Polen geboren ist und deswegen in diese Definition fällt. Also wir haben eine Art zu zählen, wo meine weiße Mutter als Migrantin gilt und ich als Nicht-Migrant. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, worüber wir da reden, wenn wir über diese Zahlen sprechen, weil wir überhaupt nicht die Sachen beim Namen nennen. Es ist ja ganz klar, dass ich eine andere Lebensrealität habe, obwohl ich da in dieser Deutscher bin. Und da kann ich sagen, da muss einfach ganz, ganz viel passieren. Und wir müssen mal sehen, warum ist unser Wahlsystem, warum ist unser Staat so ausschließend? Und das ist eine koloniale Kontinuität. Ja? Also wir leben immer noch in einem neokolonialen System, was die Leute überhaupt nicht wahrhaben wollen und wo auch viele, vor allem Leute, die schon länger leben, immer so tun, als wären die Sachen einfach so und wären deswegen fair und gerecht. Also das ist nicht so, sondern es ist ungerecht und wir müssen dagegen was tun und da können wir nicht diese Mottos immer vorstellen. Ich sag mal, ein Beispiel, um einfach mal diese Büchse der Pandora zu öffnen. Die größte deutsche Supermarktkette heißt Edeka. Das steht für Erste Deutsche Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Das ist eine direkte koloniale Kontinuität. Wenn man bei Edeka mal die Kolonialwaren aus dem Regal nehmen würde, den Zucker, die Kakao, die Bananen, selbst das Schweinefleisch, was in Deutschland mit brasilianischem Soja produziert wird, dann wäre da nichts mehr. Ja, also wir leben in so einer kolonialen Kontinuität und genau das ist auch unser Wahlsystem, das ist auch unsere Staatsbürgerschaftsregeln und all diese Sachen und das wird nicht angegangen, sondern wird so getan, als wäre das eine neutrale Gerechtigkeit. Wir leben in einem Unrechtssystem und dafür bräuchten wir Quoten, dafür brauchen wir eine Dekolonialisierung und dafür brauchen wir sofort Wahlrecht für alle Menschen, die in Deutschland leben. Wahlrecht für alle, die hier leben, das ist eine Methode. Frau Heinrich, was besprechen Sie denn bei der grünen Jugend? Entschuldigung. Genau. Also ich würde die Forderung Wahlrecht für alle, die hier leben, auf jeden Fall sofort unterstreichen. Wir müssen auch nicht weiter über das Alter diskutieren. Die grüne Jugend fordert übrigens ein Wahlrechtalter von 0, also dass Leute, sobald sie Lust haben, wählen zu gehen, dann wählen gehen können und es vorher halt lassen. Also Unterbietungswettbewerb, da können wir auf jeden Fall auch punkten. Womit wir uns viel auseinandersetzen, also ich in der grünen Jugend, ich bin vor allem in der grünen Jugend aktiv, die Grünen sind eine nette Partei, aber wir sind eine eigenständige Jugendorganisation, das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Als Jugendorganisation sind wir auch ein Ort politischer Teilhabe, auch wenn wir keine Partei sind. Und ich finde manchmal auch die Tatsache, dass wir dann vor allem uns zum Beispiel, also ich finde es in dieser Runde voll sinnvoll, aber wir verkürzen das manchmal so ein bisschen und denken, dass Politik zum Beispiel nur im Bundestag stattfindet und nicht in ganz vielen Räumen davor. Und deswegen müssen wir uns auch, so wie sich auch andere Bewegungen, die Frage stellen, wie können wir eigentlich als Jugendorganisation, als nicht zu Wahlen antretende Jugendorganisation,
diverser werden. Und da geht es nicht darum, dass wir die Leute dann, also unser Ziel ist ja nicht primär, die Menschen in den Bundestag zu schicken, auch wenn wir einige da reinschicken, sondern wir fragen uns, wie können eigentlich politische Räume attraktiv werden für Menschen? Denn bei der Quotensache, ich weiß, ich rede jetzt auch immer oft dagegen. Ich möchte da nochmal ein Beispiel nehmen. So, ich verstehe zum Beispiel den Punkt, den Frau Lübbe-Wolf gesagt hat mit, ich möchte schon entscheiden, wen ich wähle. Es gibt auch Menschen mit Migrationsgeschichte bei den Grünen, mit denen teile ich politisch gar nichts. Also ich bin so der linke Rand und sie sind so der rechte Rand. Ich würde sie trotzdem nicht wählen. Wahrscheinlich würde ich lieber den Florian nehmen, der auch links ist oder sowas in der Art, so als Beispiel. Aber trotzdem ist es wichtig, Repräsentanz zu schaffen. Und wofür wir uns entschieden haben, war eben ein Bottom-up-Ansatz. Es ist so, dass wir einfach viel zu wenig Menschen haben, zum Beispiel, also Menschen mit Rassismuserfahrung, Menschen mit Migrationsgeschichte, Wort, aber wir haben viel zu wenig Menschen, die Rassismuserfahrung machen, die überhaupt politisch aktiv sind, die zum Beispiel überhaupt Mitglieder in Parteien werden. Das sorgt automatisch dafür, dass je weiter man hochgeht in Parteien, weil die Anforderungen an Ämter steigen und es auch okay ist. Es ist okay, dass, keine Ahnung, nicht jeder sofort Lust hat, in einem Bundesvorstand zu sein. Das ist ja auch Arbeit. Es ist okay, wenn nicht jeder sofort Lust hat, in den Bundestag zu gehen. Das ist okay. Leute sollten sich nicht entscheiden müssen, bin ich in der Partei oder bin ich im Bundestag? Also bin ich Basismitglied oder bin ich im Bundestag? Da geht es um den Punkt, den hatte Frau Thurnhofer am Anfang angesprochen, um Personalpolitik. Menschen müssen gefördert werden, die in die Parteien hineinkommen, damit sie auch Verantwortung übernehmen können und nicht maßlos überfordert werden. Aber einen Schritt davor müssen Parteien und auch Jugendorganisationen, alle politischen Räume erstmal Orte werden, wo man gerne hingeht. Und da muss ich echt sagen, und da führe ich auch immer sehr harte Debatten. Wir kapseln uns da in so einem progressiv linken Bubble auch schon echt sehr ab von der Mehrheit der Gesellschaft. Immer wieder führe ich Debatten darüber, dass das, was politische Parteien vielleicht gerade nicht brauchen, ein Diversity-Training ist, sondern dass sie aufhören, die ganze Zeit Begriffe zu verwenden, die kein Mensch versteht. Also wenn Menschen, ich war in einer Runde, wo eine Person Migrationsgeschichte mich gefragt hat, was heißt denn jetzt eigentlich BIPOC? Und wir so ganz selbstverständlich über unsere Diversity, Critical Whiteness Sachen reden und komplett an den Lebensrealitäten der Menschen vorbeihuschen. Die Menschen denken, oh, ich muss Dinge auswendig lernen, bevor ich politisch aktiv werden kann. Anscheinend bin ich zu dumm. Und damit, womit wir uns in der Grünen Jugend auseinandersetzen, ist, wie können wir ein Raum werden, wo Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Rassismuserfahrung einfach gerne hinkommen und dann auch ihre politischen Schwerpunkte machen und bloß nicht darauf festgenagelt werden, die ganze Zeit Migrationspolitik zu machen, sondern vielleicht auch Gesundheitspolitik. Und daran arbeiten wir gerade verstärkt. Dafür haben wir uns auch jetzt nicht dafür entschieden, alles durchzuquotieren, aber machen sehr gute Erfolge. Das klingt auf jeden Fall interessant und jetzt würde mich eben auch interessieren, wie man denn konkret Leute mobilisiert und ihnen mehr einen Safe Space verschafft in der Politik. Vielleicht, Frau Thurnhofer, können Sie darauf auch nochmal eingehen, wenn Sie sagen, Sie wollen, dass die PolitikerInnen auch vielfältiger werden und das müssen eben noch nicht mal PolitikerInnen sein, es können auch BürgerInnen sein, die sich einfach politisch beteiligen wollen. Sonst, wie geht man denn da vor? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den Frau Heinrich gerade auch genannt hat, aber Frau Pauls auch, ist so eine Art offener Raum, in dem erstmal alle Diskussionen möglich ist. Also um den, ich hatte es eingangs gesagt, in dem man sich auf ein Ziel oder eine Vision einigt und wie man dann da hinkommt, konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen oder so, das ist dann im Rahmen des Diskurses, muss man sich darauf einigen. Also dass man erstmal als Ansatz irgendwie eine Vision schafft und dann sich darauf verständigt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die extrem wichtig ist. Die zweite Sache ist, dass man unterstützt, also dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man ein Netzwerk hat, dass man aufbaut, dass man eben verschiedene Perspektiven, aber auch verschiedene Erfahrungen teilen kann und Expertisen. Also das ist bei uns etwas, was ich immer wieder feststelle, auch in unserer Gemeinschaft oder bei uns bei Brand New Bundestag. Wir haben einfach mittlerweile viele Menschen, die mitarbeiten, die sich gegenseitig unterstützen, die einfach viele Erfahrungen reinbringen. Und das bringt einfach Vorteile, dass es auf jeden Fall niedrigschwelliger wird, für Menschen an Politik zu partizipieren, mitzumachen und einfach so die Lust zu verspüren, mitzumachen. Ich glaube, das sind ganz entscheidende Punkte. Und dann natürlich darüber hinaus diese Netzwerke auch zu nutzen und offen zu sein für alles Mögliche, was da reinkommt. Und das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, weil wir auch über Personalpolitik sprachen, was ich, glaube ich, auch spannend fände bei Parteien, so als Zukunftsvision, dass auch Räume geschaffen werden, an denen Leute, die eben kein Parteibuch haben, aktiv mitarbeiten können an
innerhalb der Partei, ohne, also so aktiv auch tatsächlich mitgestalten können, ohne eben gleich Mitglieder werden zu müssen. Frau Löbe-Wolf, wenn Sie das jetzt alles hören, sehen Sie denn praktische Möglichkeiten, wie man die Bevölkerung vielleicht oder wie man der Bevölkerung ein bisschen mehr Lust auf Politik machen kann, so wie es jetzt gerade eben gesagt worden ist? Mein Gefühl ist, ich habe ein bisschen viel Schlaraffenland gehört. Also man möchte da irgendwo was bewirken, aber dafür nicht irgendeine Ochsenkur und irgendeine anstrengende, mühsame politische Auseinandersetzung womöglich pflegen. Also ich denke, fangen wir mal vorne an bei der Frage, soll man wirklich mit 14 schon wählen können? Ich glaube nicht. Man muss damit klein anfangen, denn ich glaube, es geht da jetzt nicht nur in der Politik darum, irgendwie für die Verbreitung guter Gesinnungen zu sorgen, sondern man muss verstehen, was die Bedingungen der eigenen Existenz sind und wie man welche Dinge wirklich verbessern kann, im Interesse der Leute, um deren Wohl es einem geht. Und dazu muss man einfach auch allerhand wissen, allerhand verstanden haben, schon mal versucht haben, irgendwas zu organisieren. Also ich würde sagen, 14-Jährige, die sollen mehr Aufgaben in der Selbstverwaltung ihrer Schule bekommen und solche Dinge, ne? Und da mal lernen, wie man was organisiert, was da für Schwierigkeiten mit verbunden sind. Auch damit, dass man halt nicht immer das erreicht, was man erreichen möchte, weil die Mehrheit manchmal anders denkt. Und diese Lernprozesse kann man, glaube ich, ganz gut mit 14 machen. Aber wählen, wenn man noch nicht mal geschäftsfähig ist, also das halte ich eher für ein Problem. Ich glaube, wir haben eher das Problem, dass heute zu viele Leute mit 30 die Bedingungen ihrer eigenen Existenzweise noch zu wenig verstehen. Ich wollte gerade fragen, dabei gehen wir jetzt davon aus, dass Erwachsene das besser können. Ich wollte nicht das Wahlalter noch weiter hochsetzen. Es geht ja letztlich darum, auch nicht darum, dass jeder man muss nicht alles können selber, was der Politiker können und wissen muss, um Politik beurteilen zu können, daraufhin, ob sie den eigenen Interessen entspricht, also völlig okay. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Idee ist, man muss die gesamte Wohnbevölkerung beteiligen. Es gibt einen Zugang, und da bin ich in der Tat dafür, dass der auch unter zumutbaren Bedingungen natürlich gegeben sein muss, zur deutschen Staatsangehörigkeit. Warum ist es unzumutbar, deutscher Staatsangehöriger werden zu sollen, bevor man wählen kann? Ich habe Ihnen gerade erklärt, dass ich einen Menschen kenne, dessen Großvater wurde im KZ getötet. Er ist in Deutschland geboren und er hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und jetzt sagen Sie, er, weil er Roma ist, soll eine andere Ochsentour machen als alle anderen, die da in Deutschland geboren werden. Das liegt nicht an, also seit dem Jahr 2002, glaube ich, ist jeder, der hier geboren wird, kann die Und er wurde vor 2002 geboren. Da mache es irgendwelche Probleme geben im Zusammenhang mit dem Umgang mit historischen Faktoren, die nicht ordentlich geregelt sind. Das kann ich jetzt für diesen speziellen Fall, aber ich würde nicht sagen, weil er Roma ist, kriegt er keinen Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit. Natürlich kann auch jemand, der Roma ist, Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit haben, aber durch Einbürgerung und nicht automatisch womöglich aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht ganz überblicke, müsste ich mal überprüfen. Und Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das ist kein Problem, wir können sonst kurz, Sie können aber gerne gleich sich nochmal dazwischen schalten. Ja, ja. Und zwar, Frau Heinrich, vielleicht wollen Sie dazu auch noch was sagen. Ich habe gesehen, Sie haben die Hand gehoben. Und zwar stelle ich so ein bisschen fest, die Rahmenbedingungen, wie die geknüpft sein sollten, da herrscht Uneinigkeit. Wie sehen Sie dann das Ganze? Welche Rahmenbedingungen wären die richtigen? Naja, ich würde erstmal sagen, es gibt halt ein Wahlrecht, das sich nicht an dem Wissen der Menschen knüpft, denn es knüpft sich dann auch nicht an dem Wissen der Menschen, die 18 sind, nicht an dem Wissen der Menschen, die 30 sind. Und ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, Leute sollten irgendwie über Dinge Bescheid wissen, nicht einfach irgendwas ankreuzen, get it, totally, wir können es nicht messen und einfach anzunehmen, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe das weniger kann und ihnen deswegen ein Recht zu einer Wahl zu verwehren, finde ich
nicht in Ordnung. Außerdem sehen wir bei Kommunalwahlen, also da wählen Leute ab 16, da ist die Welt noch lange nicht untergegangen. Wir sehen, wie junge Menschen, und ich finde, gerade jetzt sehen wir halt auch, und ich finde, da müssen wir halt aufpassen, wir sehen, wie so eine junge Generation total aufgebracht, total politisiert wurde über die letzten Jahre durch große Protestbewegungen, durch Fridays for Future, durch Black Lives Matter, große Ungerechtigkeitsgefühle bei sich selber fühlen, damit wie die Politik gerade zum Beispiel mit Bildung während Corona umgeht. Und diesen Menschen, die setzen sich so krass mit den gesellschaftlichen Realitäten auseinander. Ich finde immer ein bisschen schwierig, davon zu reden, ja, dann haben sie sich jetzt verdient. Ich finde, das geht immer, aber ich finde, gerade jetzt ist es einfach schwierig zu argumentieren. Und zu der Staatsbürgerschaft möchte ich einfach nochmal so persönliche Worte sagen, auch so als Person, die einfach, ich habe auch gar keine Migrationsgeschichte, born in Iserlohn, also genauso wie bei dir, Raphael. Ich bin hier in Deutschland geboren, aber Menschen müssen sich manchmal entscheiden zwischen Staatsbürgerschaften. Menschen sollen sich zu einer Staatsbürgerschaft bekennen von einem Staat, der sie nicht gut behandelt hat, über Jahre nicht. Also auch Menschen, Migrationsgeschichte in Deutschland, haben nicht immer ein positives Verhältnis zum deutschen Staat erstmal, weil sie zum Beispiel als GastarbeiterInnen hergeholt wurden und man gesagt hat, ach, die gehen sowieso irgendwann wieder. Die müssen wir hier gar nicht mehr integrieren. Und ich glaube, da muss man halt schon, da muss man auch einen emotionalen Zugang zu finden, darüber nachzudenken, warum Menschen diese Staatsbürgerschaft erstmal gar nicht annehmen können, gar nicht annehmen wollen, warum sie vielleicht nicht nochmal buckeln wollen, nachdem sie eigentlich diese Staatsbürgerschaft schon längst hätten haben sollen. Da wird ja auch viel über so Fragen wie eine doppelte Staatsbürgerschaft beispielsweise auch diskutiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen, die hier vor Ort sind, mitbestimmen können. Und ich glaube auch nicht, dass da was Schlimmes passiert bei, sondern was Gutes. Ich möchte nochmal darauf zurückführen, dass wir hier auch über Lösungsansätze sprechen wollen, also dass wir auch wieder darauf ein bisschen zurückkommen, und zwar auch mit dem Hintergrundgedanken, politische Teilhabe kann ja auch darüber hinausgehen, nur zu wählen, obwohl das natürlich in dem Sinne das wichtigste Recht ist, aber ist das ein Ausschlusskriterium, Herr Hillebrand? Sie wollen was sagen. Ich finde ganz, ganz interessant in den letzten Jahren das Verhältnis zu politischen Parteien. Also das ist für die meisten Menschen, die politischen Parteien stehen ja zwischen der Bevölkerung und der, also die, wenn wir teilhaben wollen oder wenn wir bestimmen wollen, dann durch diese Parteien. Und die meisten Leute sagen, mit sowas will ich grundsätzlich nichts zu tun haben, weil sie da nicht dran glauben. Ich glaube, mehr als 75% der Deutschen vertrauen den großen Parteien nicht. Und da wünsche ich mir so sehr als Lösungsansatz, dass die Leute sich das wieder trauen, dass sie sich trauen, da irgendwo mitzumachen und zu sehen, wenn es keine Partei für mich gibt, dann ist das ein Riesenproblem und dann muss ich irgendwie was machen. Weil diese Parteiverdrossenheit ist so eine Politikverdrossenheit, wo auf einmal eine Mehrheit der Gesellschaft sich davon abkehrt und meint, man könnte an den Parteien herum irgendwie wählen oder sowas. Aber nein, das braucht es. Und mit dem Satz gebe ich gerne weiter an Frau Heinrich. Ich glaube, noch mal so als handfesten Ansatz wollte ich noch mal so als Lösungsansatz mit reingeben, gerade wo politische Teilhabe auch mehr ist. Wir können auch einfach mal mehr Gelder von Seiten der Bundesebene für politische Teilhabe, die in den unterschiedlichsten Orten stattfindet, zur Verfügung stellen. Also maßlos unterfinanzierte Jugendparlamente in den Städten, unterfinanzierte Jugendorganisationen. Und dabei meine ich gar nicht mal primär die Jugendparteiorganisationen. Es gibt ja auch migrantische Jugendorganisationen. Es gibt zum Beispiel die Falken, die Jugendarbeit machen. Und da fehlt das Geld. Ein pragmatischer Ansatz zu sagen, okay, es ist mehr als wen und Menschen bringen sich an den unterschiedlichen Orten ein. Ganz oft läuft das krass auf Ehrenamtsbasis, Leute brennen sich da aus und da passiert eigentlich das Wichtige, dass Menschen sich politisieren, auch vielleicht auch das, was Frau Lübbe-Wolf vorhin meinte, dass Menschen auch lernen, wie so gesellschaftliche Prozesse und wie so ein Streit funktioniert. Das funktioniert nur, wenn zum Beispiel auch genug Geld dafür da ist, dass das in der Schülervertretung überhaupt gut laufen kann und die coole Sachen machen können. Also ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Frau Lübbe-Wolf, jetzt ist Ihr Name schon gefallen und vielleicht ist Ihnen ja auch wieder eingefallen, was Sie sagen wollten. Ja, also ich bin ganz bei dem, was gesagt worden ist in der Generationenfrage und über ein Wahlalter von 16 würde ich auch mit, also reden lasse ich über alles mit mir, aber über ein Wahlalter von 16 würde ich auch mit mir reden lassen, wäre ich früher dagegen gewesen. Inzwischen finde ich tatsächlich aber, dass die Politik bei uns derart, wie soll ich sagen, altenlastig ist, auch deswegen, weil die Bevölkerungsgruppe der Alten einfach so viel größer ist, dass ich da ein Gegengewicht sehr sinnvoll finde im Prinzip. Ja, worauf ich eben noch mal eingehen wollte, ist die Geschichte mit alternativen Beteiligungsformen. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten zu experimentieren und auch was Vernünftiges zu machen, ganz besonders auf der lokalen Ebene, aber glaube ich nicht nur.
kann das jetzt nicht, ich glaube, das sind Formen, mit denen man experimentieren muss und die man ausprobieren muss, aber zum Beispiel mit repräsentativ gewählten Bürgern irgendwelche Probleme intensiv zu diskutieren und das dann in irgendeinen Prozess einzuspeisen, in einen politischen, das ist also nicht mit gewählten Bürgern, sondern mit irgendwie gezogenen Bürgern gewissermaßen, die aber einen Bevölkerungsquerschnitt repräsentieren. Das finde ich ein vielversprechendes Konzept. Da hat es auch schon viele Versuche gegeben. Und ich finde das auch deswegen gut, weil es dazu führt, dass Menschen sich eben einbringen und aus dem Prozess selber auch was lernen, genau wie aus direktdemokratischen Erfahrungen. Man macht sich einfach anders schlau, wenn man selber entscheiden muss. Und dann kann man auch besser mitreden. Wenn einem das, also man wächst mit seinen Aufgaben und das gilt, glaube ich, für die Bürger in der Demokratie eben auch. Ne? So, wir haben schon über einiges gesprochen, aber an der Stelle möchte ich auch gerne die ZuschauerInnen wieder mit einbinden. Deswegen haben Sie jetzt wieder die Möglichkeit, darüber abzustimmen, welche Fragen ich den PodiumsgästInnen stellen soll. Klicken Sie gerne wieder auf den Link und geben Sie den Code ein, dann können Sie die Fragen ranken. Jetzt könnte man ja auch sagen, jetzt losgelöst von all den Methoden, die wir jetzt schon besprochen haben, reguliert das Ganze nicht vielleicht einfach der demografische Wandel von selbst? Was sagen Sie dazu, Frau Thornhofer? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Natürlich können wir uns darauf verlassen, dass diese Problematiken irgendwann sich von selbst durch Strukturänderungen oder durch eine demografische Änderung verändern. Aber die Frage ist, reicht das bis dahin und ist das unser Anspruch, dass wir das so dem, ich sage jetzt nicht dem Zufall, aber so der Natur der Sache überlassen wollen oder ist es nicht eigentlich unsere Pflicht, darauf zu reagieren, wenn wir eben sehen, dass es hier strukturelle Probleme gibt, dass es Menschen in diesem Land gibt, die sich nicht repräsentiert fühlen. Also ich würde das ungern dem demografischen Wandel überlassen und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie weder der Anspruch unserer Zivilgesellschaft ist, noch der Anspruch unserer PolitikerInnen sein sollte, sich darauf zu verlassen, dass diese Veränderungen dadurch stattfinden. Schließen Sie sich dem an, Frau Lübewolf? Oder haben Sie da mehr Vertrauen in die natürliche Entwicklung unserer Demografie und damit auch der Vertretung unserer Interessen im Parlament? Also ich würde nicht denken, dass die Demografie automatisch zu einer besseren Repräsentation führt, sondern dafür muss man was tun. Ich meine, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund werden tendenziell mehr, aber wenn sie im Bundestag sitzen sollen, dann muss man was dafür tun, dass sie sich gehörig fühlen, dass sie die entsprechenden Interessen und auch die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen und dass sie und dass das gesellschaftliche Klima so ist, dass sie auch willkommen sind. Und da würde ich noch mal einen anderen Aspekt ansprechen. Es gibt da noch ganz andere Leute als wir, die wir jetzt hier versammelt sind auf diesem Bildschirm, die sich auch nicht repräsentiert fühlen. Das sind Leute, die sitzen irgendwo in Gegenden, in denen es bergab geht, die sind, in denen es nicht viele Leute mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte gibt, in denen die Apotheke zugemacht hat und das Gasthaus auch und so weiter. Ne? Also, und das ist ein völlig anderes soziales Milieu und soziales Biotop, als zum Beispiel eben Berlin oder Köln. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, wenn wir uns die USA angucken, dass diese Teile der Bevölkerung sich nicht immer radikaler voneinander entfremden. Also die Diskussion in den USA läuft ja schon seit 40 Jahren um diese Fragen. Und die USA haben es nicht hingekriegt, diese Polarisierung zwischen Leuten mit ganz unterschiedlichen Repräsentationsinteressen zu vermeiden. Und das ist ein Thema, was mich auch beschäftigt unter dem Gesichtspunkt Repräsentation. Es gibt nicht nur Leute mit den Interessen, die hier vertreten sind, sondern auch noch ganz andere Leute, die sich vielleicht bedroht fühlen in unsinniger Weise, aber muss man mit umgehen, ne?
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Natürlich, wir, die hier sitzen, wir repräsentieren auch nicht die gesamte Bevölkerung, damit wahrscheinlich auch nicht die Themen, die wir ansprechen. Aber zumindest höre ich raus, wir sind uns einig, wir brauchen Strategien. Der demografische Wandel, der wird es nicht richten. So, und jetzt gucke ich gerne mal kurz auf die Fragen, die Sie gerankt haben. Was haben wir denn hier? Ich bin kurzsichtig, deswegen muss ich hier kurz bei meinem Zettel spicken. Die Frage Nummer eins ist, wie können sich politisch motivierte BürgerInnen in den politischen Prozess einbringen, die sich keiner Partei zuordnen können? Ja, was macht man denn dann, wenn man nicht direkt dann selbst eine Partei gründet, wie Sie, Herr Hillebrand? Vielleicht können Sie dazu direkt auch Stellung nehmen. Ja, dann können die Leute wählen gehen. Ne? Das können sie ja machen, wenn sie sich nicht direkt als Mitglied in einer Partei einschreiben wollen. Und ansonsten in NGOs Demos organisieren oder direkt für Sachen sich engagieren. Diese Möglichkeiten gibt es natürlich und das machen Leute auch seit langer, langer Zeit. Ich würde aber sagen, wir brauchen diese politische Auseinandersetzung und auch die letzte Frage. Ich glaube, diese Zeit des Wartens und dieses Bitten ist einfach, das, also für mich ist es zumindest vorbei. Ich lebe in diesem Land und dann, wenn Frau Löbe-Wolf, wenn Sie sagen, es gibt Leute, die haben Angst und die fühlen sich abgehangen und ich verstehe das total, aber es gibt auch eine ganz große Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel ich bin damit aufgewachsen, mit Bildern im Fernsehen, wo Häuser angezündet werden, weil da Leute drin wohnen wie ich. Und mit Briefen nach Hause, wo uns Nachbarn sagen, wir sollen hier nicht leben. Die Briefe geben wir der Polizei und die Polizei lässt die verschwinden. Und das seit Jahrzehnten, ja, seit ungefähr 30 Jahren erlebe ich das bewusst. Und da stellen sie sich dann in die Mitte, versuchen so eine Mitte zu machen und versuchen abzuwägen zwischen diesen älteren weißen Menschen, die sich abgehangen fühlen und anderen Menschen, die halt mal in Hanau, mal in Hoyerswerda. Wir wollen die Frage des Publikums noch richtig beantworten, okay, weil wir schon kurz vor Ende stehen. Das ist mir ganz wichtig. Sonst habe ich die Frage beantwortet. Okay, dann würde ich Sie auch noch mal gerne fragen, Frau Thonhofer, vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz. Gibt es sonst noch Anreize für BürgerInnen, sich politisch zu beteiligen, wenn sie nicht in eine Partei wollen oder sich zugehörig fühlen? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, politische Beteiligung ist sowieso immer wichtig. Sie können sich natürlich bei Brand New Bundestag zum Beispiel engagieren und damit Kandidatinnen unterstützen, die in allen Parteien aktiv sind oder nicht in allen Parteien, aber zumindest überparteilich aktiv sind. Wir sind ein überparteiliches Netzwerk. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ich sage das einfach nur, weil viele das nicht wissen, man kann auch parteilos kandidieren. Also es gibt durchaus auch die Möglichkeit, das lässt das deutsche Wahlgesetz zu, dass man sich selbst aufstellen lässt für auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene, um eben selbst zu kandidieren. Genau, und abseits dessen, ich glaube, BürgerInnenräte wurden schon genannt. Also ich glaube, es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten, sich sowohl parteipolitisch, aber auch zivilgesellschaftlich politisch zu engagieren. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass jede Person sich damit auseinandersetzt, welches irgendwie ihr Weg ist, wie sie ihre Themen mit anderen diskutieren möchte, weil das ist die Quick-Essenz unserer Demokratie und das ist genau das, wo wir in den Austausch gehen und wo wir uns auch weiter politisieren und Meinungen bilden und einfach dann auch Entscheidungen treffen können. Absolut. Da sind jetzt einige Dinge genannt worden und trotzdem nochmal die Erinnerung, ich habe es am Anfang schon gesagt, wer Inputs braucht, wie er oder sie sich politisch beteiligen kann, kann sich ja auch gerne beim Futurium melden. Die haben nämlich auch immer ganz viele Anreize, wie man das tun kann und die eigene Zukunft aktiv mitgestalten kann. Und so, jetzt haben wir im Eiltempo ganz viele Themen angesprochen. Das war sehr interessant. An der Stelle bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Thonhofer, Frau Löbe-Wolf, Frau Heinrich und natürlich auch Herr Hillebrand. Es war sehr, sehr interessant mit Ihnen und ich merke, wir hätten auch noch lange weiter diskutieren können. Danke. So, wir haben eben viele Ansätze gehört, viele Perspektiven gehört, ob die Quote, von der waren ja nicht alle überzeugt, oder aber auch die zeitliche Beschränkung von Mandaten, das Senken des Wahlrechtsalters oder auch das Mentoring-Programm, das die Ideenwerkstatt von Version 21 vorgestellt hatte. Und ich halte fest, ich glaube, wir sind uns alle einig, politische Teilhabe soll attraktiver werden. Wie politische Entscheidungen außerparlamentarisch beeinflusst werden können und ob wir Parteien
überhaupt noch brauchen, das besprechen wir dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Version 21-Veranstaltung am 8. Mai 2021. Dann mit dem Titel Protest, Petition, Aktivismus, brauchen wir Parteien, um politisch aktiv zu sein. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und einen tollen Start in den Frühling. Bis dann. Tschüss allerseits. Thank you.